Herzlich willkommen zurück bei der Türkei-Rundfahrt. Die vierte Etappe steht heute an von Gocek wahrscheinlich nach Marmaris. Über 130 Kilometer. Eine relativ kurze Etappe. Wir haben wieder mit am Start Luis Meintjes im gelben Trikot, nachdem er die gestrige Etappe auf den nicht vorhandenen Gugubeli-Berg gewonnen hat. Und der Konrad ist wieder mit dabei. Ja. Wie immer. Zumindest während der Rundfahrt. Weil Konrad mag. Türkei? Ja. Nein, Konrad wollte Urlaub machen. Ja. Schön. Ach ja. Ja, das stimmt. Warst du da auch schon mal in der Türkei? Nö. Ich habe das schon so oft gehört, dass es da schön sein soll. Da glaube ich das einfach mal. Ich habe mir aber die Türkei-Rundfahrt tatsächlich mal im Fernsehen angeguckt. Das sah schon schön aus. Aber heiß sah es da aus. Ja, so gesehen war ich auch schon mal in Neuseeland. Na toll. Wegen Herr der Ringe oder was? Ja. Na super. Ja, wenn es so ist. Ja. Naja. So. Heute kann ich mal kurz das Profil zeigen. Eine hügelige Etappe. Jetzt hast du leider die Skype-Übertragung nicht mehr, ne? Sonst. Nein. Würdest du den Unterschied sehen zwischen Hügel und Berg? Also im Endeffekt. Ja, aber dann würde ich dich nicht mehr hören. Das ja, das war ein bisschen blöd letzte Folge. Aber wir haben das ja sehr souverän gemacht. Du warst einfach ruhig. Ja, wir sind ja Profis. Labern lassen. Ja, wir sind ja professionell. Natürlich, natürlich. Wo war ich denn? Achso, ja, Berge und Hügel, der Unterschied. Ist halt echt einfach, glaube ich, die Länge von der Steigung. Aber weißt du was? Das google ich jetzt mal. Google das mal. Damit deine Zuschauer auch was lernen. Aber ich bin der Meinung, ab 5 Kilometer Länge spricht man im Radsport von einem Berg und keinem Hügel mehr. Aber google das mal. Das ist eine gute Idee. Weil das ja auch recht auffällig ist, beim Pro-Cycling-Matcher beispielsweise, wenn du einen Fahrer hast, der am Berg gut ist, ist am Hügel meistens auch ganz okay mindestens. Und andersrum ist es genauso. Also es gibt keinen, der nur das eine hat. Definiere ich für Google die Frage. Okay, google das mal. Ab wann ist ein Berg und kein Hügel mehr? Hat jetzt nichts mit Radsport zu tun, aber... Ja, okay. Das ist ja ein Hügel ist als Geländeform eine mittelgroße Erhebung in einer Landschaft. Meist mit eher abgerundeten Formen und mit Pflanzen bewachsen. Ist kleiner als ein Berg, aber normalerweise größer als ein Fels oder eine Bodenwelle. Außerdem ist er normalerweise nicht wesentlich länger als breit, sonst wird die Erhebung als Höhenrücken bezeichnet. Ein Hügel kann Teil eines Berges sein, wenn sich in seinen Ausläufern Erhebungen gebildet haben. Okay. So, und noch was? Wenn du von einem Berg sprichst, muss er ein Mindestmaß von 100 bis 300 Meter und 1 bis 3 Kilometer haben. Berge sind auch steiler als ein Hügel. Berge bestehen außerdem aus Gestein und ein Hügel ist ein Erdhaufen. Hm. Und Berge entstehen durch Plattentektonik. Okay. Und Hügel? Durch Dreckanhäufung. Durch Dreck? Ein Venushügel ist jedenfalls kein Berg. Okay. Aha. Danke. Stand die Information da auch oder kam die jetzt von ja, dir? Ja, nein, die stand hier auch. Oh Mann. Ja, gut. Berge sind groß, XD. Ja. Hm. Oh Mann. Wenn der Hügel sehr senkrecht ist oder eine Spitze hat, meistens erkennt man das. Aha. Wo hast du das denn jetzt her? Gute Frage. Punkt. Ja. Naja, so klang das jetzt auch. Davor klang es einigermaßen nach Wikipedia. Wahrscheinlich hat es derjenige da auch rauskopiert. Das erste war ein Zitat aus Wikipedia. Danke, ja. Wusste ich doch. Wenn der Hügel einen Namen hat, ist es ein Berg. Nee, das stimmt nicht. Einspruch. Einer schreibt ab 100 Meter Höhe, dann ab 150 Meter Höhe. Es gibt doch. Da muss es doch eine klare Definition geben eigentlich, oder? Eigentlich ich, schon. Ich guck mal auf seriösen also Seiten. Also das Wikipedia-Dings hat sich schon einigermaßen gut angehört. Also es wird halt schon an der Länge liegen. Gut, jetzt. Aber auf die kommt's doch nicht an, hören wir immer. Ja, jetzt halt auf Radsport bezogen, ne?
Ansonsten wahrscheinlich eher auf die Höhe bezogen. Und das mit dem Fels und dem mit der Erde, das könnte natürlich, da könnte auch was dran sein. Aber wir haben jetzt schon wieder die ganze Etappe überquetscht, ey. Also so gut wie, es sind noch 11 Kilometer und wir sind jetzt am letzten Hügel. Komm, wir sagen einfach am letzten Anstieg, dann gehen wir dieser Bredouille aus dem Weg. Und es gilt jetzt auch die Attacke von zum einen... Oh nee, Konovalova ist jetzt... Ach, kein Scheiß! Ah, fährt mir der eigene Teamkollege wieder im Weg rum, ey. Was ist das für eine Koordination bei dir? Ja, gar keine. Das ist ganz interessant vom Taktischen hier, weil die ganze Etappe über haben die Mannschaften Lotto und Caja Rural das Tempo gemacht und deren Kapitäne greifen jetzt auch an am letzten Hügel. Nämlich zum einen Luis Leon Sanchez und zum anderen Tony Galloper, von dem wir es in der letzten Folge noch hatten. Beziehungsweise ich, du wirst es ja nicht verstanden haben wahrscheinlich. Ich habe nicht viel verstanden. Ja, okay, dann hatte ich es halt von ihm. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die beiden einholen. Die sind jetzt tatsächlich ein bisschen entwischt, dadurch, dass mein eigener Teamkollege mir im Weg rumgefahren ist. Das ist ein bisschen blöd. Beim neuen Pro Cycling Match, also beim 2015er, kann man ja jetzt mittlerweile ein bisschen lenken. Zumindest nach links und nach rechts. Ja, also kannst, wenn du siehst, okay, da fährt dir einer im Weg rum, dann kannst du deinem Fahrer sagen, komm, fahr mal links vorbei. Das ist ganz praktisch. Das geht. Muss ich da mal ausprobieren? Ja, kannst gerne machen. Aber es geht bei dem hier leider noch nicht. Wäre aber eine super praktische Sache, gerade in so Momenten. So, die Etappe neigt sich dem Ende entgegen. Nelson Oliveira führt vorne von Lampre aus der Spitzengruppe heraus, die heute tatsächlich mal durchgekommen ist. Der scheint sich die Etappe auch zu holen. Da kommen dann Galloper und Sanchez und Maintius ist tatsächlich in der Gruppe mit Galloper und Sanchez. Also es sieht so aus, als würde er hier keine Zeit verlieren. Nelson Oliveira gewinnt vorne die Etappe. Im Solo. Solo. Zweiter wird hier scheinbar... Oh Gott, wie spricht man jemanden aus, der Verbose geschrieben wird, aber aus Amerika kommt? Das ist... Verbose. Wahrscheinlich irgendwie so. Okay. Okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Hier sehen wir nochmal die Attacke der Spitzengruppe vom Anfang, wo auch Oliveira mitgefahren ist, der ja ein relativ guter Zeitfahrer ist. Und er gewinnt also die Etappe vor Rebros. Dritter wird Belkov vor Mikin Marino. Dann kommen Galloper, Maintius, Sanchez, Niklas Arndt auf Rang 9 und Pirmin Lang aus der Schweiz auf dem 10. Platz. In der Gesamtwertung führt damit weiterhin Luis Maintius vor Eros Capecchi. Dritter jetzt Rohan Dennis, vierter Bouy, fünfter Reinhard Janse van Rensburg. Dann Sörensen, Castroviejo, Pires, Luis Leon Sanchez und Pavel Brutt. Da hat sich also tatsächlich noch was getan. Van Rensburg führt auch in der Sprintwertung nach wie vor. Zweiter ist dort Capecchi, dritter Oliveira. Auf Rang 4 liegt Luis Maintius. In der Bergwertung führt nach wie vor Marino, der heute, glaube ich, nochmal Punkte gesammelt hat. Zumindest war er in der Spitzengruppe mit dabei. Zweiter ist dort Maintius. Punktgleich mit Frattini und Jack Bauer. Und in der Nachwuchswertung führt nach wie vor Luis Maintius vor Warren Dennis und Reinhard Janse van Rensburg. Und dann haben wir noch die Teamwertung in der MTN Kubeka. Immer noch mit 2 Sekunden Vorsprung nur noch vor Movistar führt. Dritter ist dort Tinkoff Saxo. Ja, das war's von der 4. Etappe der Türkei-Rundfahrt. Gelbes Trikot verteidigt, insofern alles gut, würde ich mal sagen. Wo geht's dann weiter nach der Türkei? Wie nach der Türkei? Also nach der Etappe? Die nächste Etappe, meinst du? Ja. Die wird dann von Marmaris nach Turgut Reis. Reis? Also Turgut Reis wird es wahrscheinlich nicht reißen, es wird wahrscheinlich irgendwie anders heißen. Aber so wird es geschrieben. Reis, lecker. Ja, Turgut Reis. Das wird dann die nächste Etappe sein, relativ flach, wobei es schon ein bisschen wellig ist. Dann kommt nochmal... Also Bodenwelle. Sowas nicht in der Hügel Art. Hügel oder Berg, sondern Nee, das ist kein Hügel. Dann die 6. Etappe endet auf einem Hügel oder vielleicht schon Berg. Nee, also im Spiel wird es als Hügel angesagt. Also gehe ich mal davon aus. Aber es sieht steil aus, das Ende.
Und danach kommen nochmal zwei flache Etappen, ehe dann die Rundfahrt in Istanbul zu Ende geht. Wo denn auch sonst? Ja. Gut. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich simuliere gerade nochmal einen Tag, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Tage der April hat. Aber du musst jetzt eh gleich aufnehmen. Von daher. Jawohl. Oh, hat 10 Minuten habe ich schon. Hat perfekt gepasst. Denn jetzt kommt als nächstes das Rennen in Frankfurt. Frankfurt? Ja. Da, wo ich demnächst mal kurz durchfahre. Oh ja, da muss ich gucken. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wenn die Aufnahme vorbei ist, ob ich da kann. Ja. Weil da habe ich jetzt Informationen behalten. Erhalten. Egal. Genau, dann kommt als nächstes das Rennen in Frankfurt. Das werde ich wahrscheinlich alleine machen. Und warum? Weiß ich nicht. Weil ich dachte, du bist bei der Türkei-Rundfahrt dabei. Ja, aber du hast ja noch andere Freunde. Oder ich nehme den Biertrinker, der kommt aus Frankfurt. Vielleicht hat ja, der ja dann Bock. Nimm den Biertrinker, dann kann der ein bisschen erklären, wo ihr da gerade vorbeifahrt. Ja, und dann die letzten vier Etappen wieder mit dir durch die Türkei. Also wenn das kein Programm ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich auch nicht. Und danach kommt dann die Aserbaidschan-Rundfahrt. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich mit da hole. Aserbaidschan? Ich glaube, nach Aserbaidschan will keiner. Das muss ich wieder alleine machen. Ich habe immer so Freundschaftsanfragen auf Facebook. Da ist bestimmt einer dabei aus Aserbaidschan. Gut, dann schauen wir mal. Mich hören die sich so an. Alles klar. Ja, gut. Dann bis zur nächsten Folge. Danke an dich fürs Mitmachen. Aber wir hören uns ja nochmal. Und dann, ja, ne? Und so. Ja. Tschüss.